Nachdem wir die letzte sehr turbulente und volatile Woche doch positiv beenden konnten, beginnt die aktuelle Woche doch negativ und das mit einem kleineren Dip beim Bitcoin. Die aktuelle Wochenkerze, die switcht die ganze Zeit zwischen grün und rot. Die Altcoins bluten wieder extrem und ja, wer hätte es gedacht, die Angst ist wieder zurück im Markt. Nachdem wir noch vor einigen Tagen hier im Bereich der Neutralität gewesen sind, nachdem wir im Bereich der extremen Angst waren, ist die Angst wieder zurück und Menschen blicken auf ihre Portfolios und wissen nicht so richtig wohin mit sich und die aktuelle Altcoin Season ähnelt nicht unbedingt einem Cybertruck, sondern eher so einer Mülltonne. Dazu muss ich aber sagen, wir befinden uns noch nicht in einer Altcoin Season, was wir uns aber nochmals in diesem Video ganz genau anschauen werden. Eine positive Nachricht ist einmal hier zu dem Bull and Bear Market Cycle Indikator, den habe ich auch in einem der letzten Videos mal drin gehabt, dieser ist wieder geswitcht aus dem bärischen Sentiment hin in das bullische Sentiment. Jetzt stellt sich aber da die Frage, ist das ganze jetzt bestätigt oder kann das ganze noch mal umlenken? Werden wir uns auch genauer anschauen und die Frage aller Fragen ist, hängt der Markt am seidenen Faden und wo geht die Reise hin? Und ich möchte in diesem Video mal etwas mehr Klarheit schaffen und den Leuten da draußen etwas mehr Ruhe vermitteln und ansonsten gibt es heute auch sehr sehr viel zu besprechen und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Ja Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie man hier sieht, die Crypto Bubbles sind mal wieder rot und die Angst ist wieder zurück im Markt und die Leute schieben wieder Panik. Krypto YouTube ist wieder voll mit bärischen Videos und Ey, war das alles doch nur eine Falle und jetzt geht es noch weiter nach unten und wir sehen jetzt die 20.000 Euro beim Bitcoin, alle Altcoins sterben und so weiter und so fort. Ja, also aktuell sehr, sehr turbulente Zeit, in der wir uns äh, befinden und ich kann schon mal jetzt an der Stelle sagen, diejenigen, die diese Zeit jetzt auch wieder durchleben und einfach geduldig sind, die werden am Ende als Gewinner rausgehen. Aber werden wir uns jetzt mal in diesem Video ganz genau. Anschauen und ich werde auch meine persönliche Meinung zu dieser Thematik teilen. Bevor wir aber ins Video reinstarten, tut mir einen Gefallen, drückt einmal auf den Daumen nach oben, damit unterstützt ihr meine Arbeit. Denn indem ihr dieses Video liked, wird dieses Video mehr Leuten da draußen angezeigt. Und diejenigen, die die extra Meile gehen wollen, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und für diejenigen, die Bock haben, keines meiner Videos zu verpassen, lasst auch gerne ein Abo da. Aktuell läuft auch noch das 15.000 Abonnenten-Special. Am Ende dieses Videos werden wir auch die Auslosung des letzten Gewinners machen. Und ich verlose in diesem Giveaway über 1.500 US-Dollar an euch. Und das Einzige, was man dafür tun muss, ist dieses Video zu liken, ein Abo da zu lassen und einen netten Kommentar zu schreiben. Plus die eigene Solana Wallet-Adresse denn die Bezahlung erfolgt in Solana. So, jetzt zum Markt. Wie ist meine aktuelle Stimmung? An meiner Stimmung hat sich nichts geändert. Ich bin generell nach wie vor immer noch bullish, auch wenn hier die Kurse wieder rot sind, ja, und ich verstehe es nicht, warum so viel Panik geschoben wird derzeit. Oh nein, jetzt ist wieder hier ein Crash da. Das ganze hier, was man hier sieht, das ist kein Crash, Leute, ja? Also ein Crash haben wir letzte Woche Montag gesehen. Das waren wunderbare Einkaufsmöglichkeiten beim Bitcoin, bei allen Altcoins und auch allgemein. Befinden wir uns derzeit immer noch in einer Phase, in der es sich lohnt, zu akkumulieren und das vor allem auch die Altcoins. Denn wir befinden uns in der Bitcoin-Season. Und wie ich in all den letzten Videos gesagt habe, ist das die Phase, wo man darüber nachdenken sollte, seine Altcoin-Bestände soweit aufzubauen und DCA zu betreiben. Denn hier wird die Kohle gemacht, nicht da oben. Da oben wird die Kohle realisiert, aber hier unten werden die Positionen aufgebaut. Und es gibt keine bessere Situation als diese aktuell, denn die Altcoins sind am Boden und es ergeben sich tagtäglich wieder wunderbare Einkaufsmöglichkeiten. Ich bin aber jemand, ich warte. Auf Major Dips. Ich habe dennoch ein, zwei Projekte, bei denen ich persönlich auch nochmal nachgekauft habe und ich habe mich auch dazu entschieden, bei einigen Projekten, die sehr stark gehypt sind, auch eher Swing-Long-Position aufzubauen und nicht Spot in das Ganze reinzugehen, um den Hype dann hierbei auch mitnehmen zu können. Können. Aber in den kommenden Tagen werde ich auch noch mal ein Video hochladen, welche Projekte ich derzeit besonders interessant finde und bei welchen Projekten ich persönlich meine Position auch erhöht habe. Zum Thema Altcoin Season. Ja, ich habe heute dieses Bild hier auf Twitter geteilt. By the way, falls du mir noch nicht auf Twitter folgst, dort gebe ich sehr, sehr viele. Weitere Updates, weitere Insights. Unten in der Videobeschreibung findest du auch einen Link dazu. Und ich fand das sehr amüsant. Das hat heute ein Patreon auch in den Discord <laughs> reingeschickt. Und da musste ich echt dezent lachen. Denn hier die 2021er Altcoin-Season sah schon aus wie der Cybertruck. Und hier diese Mülltonne, die ähnelt der aktuellen Zeit. Aktuell sieht es nicht so aus, als ob irgendwas wirklich. Pumped, aber ich sage es nochmals und ich kann es nicht oft genug sagen, es ist super wichtig, geduldig zu sein in diesem Markt. Und man wird am Ende dafür belohnt, wenn hier diese ganzen Bubbles wieder grün sind und wenn hier auch auf allen Timeframes wieder positive Zahlen vorhanden sind. Aktuell befinden wir uns in der Bitcoin-Season, deswegen liegt der Fokus derzeit natürlich eher auf dem... Bitcoin und man schaut sich an, was macht denn der Bitcoin aktuell, um auch einschätzen zu können, wie der Markt agieren wird. Wir haben aktuell die Bitcoin-Dominanz von 57,24%. Diese steigt derzeit immer weiter und wir können erst von einer richtigen Altcoin-Season ausgehen, wenn hier die Bitcoin-Dominanz wieder. Wird und das ist unfassbar wichtig. Aber ich wollte zu diesem Weekly Chart einmal hier unten auf den RSI eingehen. Den habe ich jetzt auch noch mal gezielt hier hinzugefügt. Ich habe das normalerweise in einem anderen Chart, aber gerade jetzt auch für diese Videos empfand ich es als wichtig, das Ganze jetzt auch noch mal hier mit euch zu teilen. Was ich persönlich in der vergangenheit immer wieder gesehen habe wo es sich gelohnt hat profite zu realisieren oder dann auch zu akkumulieren oder einen re-entry vorzunehmen in der vergangenheit war es nämlich immer so dass wir ein gutes verkaufssignal gehabt haben wenn der rsi über 80 lag das war hier hier dann auch noch mal dort und dort die Akkumulation war am besten, wenn wir hier unter 35 lagen. Und ein Re-Entry hatte sich generell gelohnt, wenn wir das 50er-Level als Support bestätigt hatten. Das sieht man hier. Man konnte hier wunderbare Re-Entries vornehmen und konnte danach diese Ready mitnehmen. Jetzt haben wir hier aktuell wieder das 50er-Level. Wir sind hier einmal wieder hoch. Sind hier wieder etwas unter dem 50er Level, aber befinden uns immer noch hier auf dieser Linie. Das heißt, generell ist aktuell trotzdem ein guter Zeitpunkt, einen Re-Entry vorzunehmen, wenn man hier oben Profite realisiert hat, wenn man sich jetzt auf diesen Indikator stützen würde. Und das Ganze hat in der Vergangenheit wunderbar funktioniert und diejenigen, die das Ganze aktiv traden, oder auch Spot kaufen, die finden jetzt aktuell vielleicht wieder gute Einstiegsmöglichkeiten. Wenn wir uns die Quartalsrenditen anschauen, drittes Quartal aktuell minus 6,62 Prozent. Der August derzeit bei minus 9,3 Prozent. Ja, ist rot, aber historisch gesehen, August, September waren eigentlich immer rot und im Oktober ging das Ganze wieder nach rot. Vorne. Ich bin trotzdem bullish. Ich kann es nur oft genug sagen. Ich bekomme sogar Kommentare, du und dein Bullish. Ich war auch letztes Jahr Bullish, als jeder bearish war. Und da habe ich auch sehr viele kritische Kommentare bekommen. Wie kann man nur bullish sein in so einer Zeit? Bitcoin geht auf 18.000 Dollar. Ja, und dann Schoss er hoch auf ein neues All-Time-High. Und ich finde, wir sind in einem Markt, bei dem man generell. Nur bullish sein kann. Ich habe erst letztens ein Video darüber gemacht. Krypto ist die Chance unseres Lebens. Ich verlinke es nochmal oben in der Infobox. Unbedingt anschauen, denn das muss man verstehen. Wir können kurzfristige Profite hier realisieren, aber langfristig wird hier jeder Gewinn, der hier aktuell am Start ist. Liquidation Heatmap sieht auf die Woche derzeit so aus, dass wir hier einiges noch an Liquidität bei 54518 US Dollar haben. Auf den Monat gesehen, liegt die Liquidität allerdings hier oben bei roundabout 70486 US Dollar. Das heißt, es kann sein, dass wir hier noch mal weiter nach unten fallen. Habe ich auch in einem der letzten Videos gesagt, dass wir hier dieses Support und Resistance Level haben wo wir eventuell noch mal runterfallen können und dann bouncen. oder wir haben diese Situation, dass wir hier eine Konsolidierungsphase haben und dann nach oben schießen. Habe ich im letzten Marktupdate darüber gesprochen. Falls du es noch nicht gesehen hast, auch gerne mal. Nachholen, da bin ich auch darauf eingegangen, wie ich mich persönlich verhalte. Und wir tänzeln jetzt hier rund um die 200er daily Moving Average. Wir haben hier auch einmal kurzzeitig die 4 Stunden EMA angetestet. Und ja, aktuell ist es ein Auf und Ab. Es herrscht Ungewissheit im Markt und keiner weiß so richtig, wo es hingeht. Wir haben nach oben hin. Sehr, sehr viele Resistenzzonen, die es zu durchbrechen gilt. Und das passt auch sehr gut hier mit diesen Daten überein, dass wir immer mal wieder diese Rücksätze haben werden. Aber wenn wir diese dann final durchbrechen, dann sehe ich auch hier große Chancen, dass wir neue alltime time highs brechen werden. Also es bleibt jedenfalls spannend. Apropos Bull and Bear, ja im letzten Video, wo ich das gesagt habe, habe ich Bull and Beer gesagt. Aber es das heißt natürlich Bull and Bear. Habe ich auch einige Kommentare bekommen. Hey, äh, Bull and Beer Indikator? Nein, Bull and Bear. Ein Indikator, der den Marktzyklus bisher immer wieder vorhergesagt. hat. Hatte und in einem der letzten Videos habe ich den auch hier gezeigt. Da war dieser Indikator nämlich hier im bärischen Sentiment, ist dann aber wieder umgeswitcht und befand sich hier wieder im bullischen Bereich. Warum sage ich befand? Weil wir uns derzeit im neutralen Bereich befinden. Wenn ich nämlich hier einmal auf den Monat gehe, sieht man hier derzeit, wir hatten am 10. August hier noch, das bullische Sentiment und jetzt befinden wir uns derzeit in einem neutralen Bereich. Und ich habe sowieso gesagt, wir werden uns das mal die kommenden Wochen anschauen, denn der CEO von CryptoQuant hat selber gesagt, man muss sich so einen Indikator mindestens zwei Wochen anschauen um da wirkliche Schlüsse zu ziehen. Und ich habe mir auch extra deswegen eine Erinnerung eingestellt in meinen Reminders auf dem Handy, dass ich das nicht vergesse und dass wir genau nach einer Woche und dann nach zwei Wochen von dem Tag, wo ich es das erste Mal erwähnt habe, uns das Ganze auch mal anschauen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht das aber schon sehr, sehr Gut aus. Hier noch mal ganz kurz dazu, was ich auch im Intro gesagt habe, wo befinden wir uns derzeit, weil das vergessen auch sehr viele, habe ich so im Gefühl, dass die meisten denken, hey, das ist jetzt schon vorbei und äh, ja, der Bullrun ist jetzt äh, gelaufen und das, wir haben überhaupt keine Chance mehr. Hier haben wir nämlich jetzt mal die Vergleiche der unterschiedlichen Epochen, die wir nach den Bitcoin Halvings dann auch gesehen haben und wir befinden uns noch komplett am Anfang, also da ist noch gar nichts gegangen. Und da habe ich auch hier einen Tweet mal rausgesucht, wo das Ganze auch genauer beschrieben wurde. 2013 war nämlich das Bitcoin Top nach 367 Tagen erreicht, 2017 nach 526 Tagen, 2021 nach 548 Tagen und im Durchschnitt war das Bitcoin Top nach 480 Tagen erreicht. Und das nach dem Halving. Und wir befinden uns derzeit bei 113, beziehungsweise jetzt 114 Tagen nach dem Halving-Zyklus. Und da möchte ich das Ganze hier mal zeigen. Erstes Halving, diese ganze Phase ist da passiert. Zweites Halving, diese ganze Phase. Drittes Halving, diese ganze Phase. Ja, gut, bis zum Top natürlich nur bis hier. Danach kam noch der Bärenmarkt. Aber das hier. Ist doch noch ein ganz, ganz kleiner Bereich. Und da muss man jetzt noch keine Panik schieben, warum denn jetzt noch nichts gepumpt ist. Man muss Geduld haben, man muss dem Ganzen Zeit geben und am Ende, wenn die Kurse wieder am Steigen sind, dann freut sich eh wieder jeder und dann redet wieder gar keiner davon, dass die Kurse gefallen sind. Und ich kann es nur noch mal sagen: die aktuellen Kurse, die wir derzeit haben, bei Altcoins, beim Bitcoin, auch bei Ethereum und bei Solana sind ja Altcoins, sind ein Geschenk. Und in einigen Monaten werden wir zurückblicken und dann werden wieder diese ganzen Kommentare unten unter meinen Videos sein. Boah, würden die Kurse mal wieder unten sein? Jetzt hat man gerade die Chance, diese Kurse zu nutzen. Trotzdem gibt es da draußen super viele, die eben in Angst leben und diese Chancen nicht nutzen. Aber genau da, wo die Angst im Markt ist, da muss man zuschlagen und wenn die Gier im Markt ist, dort muss man verkaufen. Ansonsten folgt mir auch unbedingt auf Twitter, denn da gebe ich regelmäßig weitere Insights zum Markt und das vor allem auch wesentlich schneller als jetzt hier auf YouTube und wenn ihr noch eine geeignete Börse zum traden sucht, nicht nur für Spot, sondern auch für Futures, empfehle ich an der Stelle auch nochmals Bitget, die benutze ich tagtäglich dort Mache ich auch selber Futures Trading? Ich kaufe dort fast alle meine Coins, außer diejenigen, die man nur dezentral handeln kann. Aber ich kann BitGet wirklich besten Gewissens empfehlen. Und unten in der Videobeschreibung, direkt der erste Link, ist mein persönlicher Link. Über diesen Link spart ihr sogar noch zusätzlich 15% auf alle Trading Fees und das lebenslang. Und obendrauf unterstützt ihr auch meine Arbeit, denn ich bekomme einen Teil der Trading Fees, die ihr normalerweise an BitGet zahlen würdet. Das heißt, eine Win-Win-Win-Win. Situation. Kommen wir zum Abschluss des Videos, noch zur Auslosung des letzten Gewinners. Und dazu habe ich mir hier auch wieder die Kommentare rausgepickt. Habe hier natürlich mein Wallet auch vorbereitet. Insgesamt noch 900 USDC drauf. Insgesamt also neun Gewinner. Und ich würde sagen, wir ziehen den Gewinner. Und der Gewinner oder die Gewinnerin ist. Igor Visaitu488, danke denn für deine Zeit und umfangreichen Content. Ich danke dir für deinen gesamten Support, dass du hier am Start bist und meine Videos schaust und die 100 USCC gehen an dich raus und ich hoffe, dass du daraus auch etwas machst. Also viel Spaß damit. Wenn du beim nächsten Mal dabei sein möchtest, ganz, ganz einfach dieses Video liken. Ein Abo dalassen und einen netten Kommentar mit deiner persönlichen Solana-Wallet-Adresse. Und dann bist du beim nächsten Raffle morgen mit am Start. Wenn du jetzt also Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne eines dieser beiden Videos an. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns morgen im nächsten. Peace. Ciao, ciao.